Ja, ich bin Mona Aykul und ich komme aus Istanbul, aus der Türkei. Ich bin dort an der türkisch-deutschen Universität als Lektorin tätig im Fremdsprachenzentrum. Und ich versuche DAF-Unterricht an der Hochschule durch digitale Medien und projektbasierenden Lernansatz zu vermitteln, damit wir effektiver einfach den DAF-Unterricht machen. Denn als ich angefangen habe als Lektorin an diesem Studiumfach, also an der Uni zu arbeiten, hatte ich die Frage, also wie kann ich meinen Studenten einfach beibringen, die Sprache zum Kommunizieren zu benutzen. Denn Istanbul liegt, das habe ich von Google Earth geschaut, 2194 Kilometer entfernt von Deutschland, also von Berlin sozusagen. Das heißt, sie können nur mit mir 6 Stunden am Tag Deutsch sprechen. Ich muss ihnen beibringen, damit zu kommunizieren. Und dann haben wir noch eine Herausforderung. Sie kommen ohne Deutschkenntnisse an die Uni und sie müssen von A1 auf B2-Niveau kommen und auch noch das DSH bestehen. Also sie müssen auch hochschulreifes Deutsch können im Endeffekt. Danach müssen sie auch weiter im Fach Deutsch studieren. Es gibt keine andere Fremdsprache bei uns. Und das ist natürlich, wenn man die beiden Punkte so zusammensetzt, sehr anstrengend, auch für die Lehrkraft. Im Frontalunterricht hat das überhaupt nicht geklappt. Ich habe es ausprobiert, also einfach so Regeln, Regeln, Regeln. Da meinte ich, nee, das geht nicht mehr. Und dann, ich weiß nicht, das wird jetzt sehr oft besprochen, das 4K-Modell, also die 21. Jahrhundert-Skills sozusagen, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Das sind ja solche Sachen, die auch kulturell bedingt sind. Und bei uns in der türkischen Kultur, ja genau, musste ich diese, um die Neugier, also um die Begeisterung am Unterricht auch frisch zu halten, zeitgemäß sozusagen in den Unterricht einführen, weil beim Maslow, das hat er ja nicht gehabt, WLAN und Akku. Weil ohne die beiden fangen schon die Studenten an zu zittern, wenn sie es nicht haben. Also bei uns ist es extrem. Und dann dachte ich mir, okay, warum benutze ich nicht diese Handysüchtigkeit, diese PC-Süchtigkeit einfach dadurch, dass ich die Perspektive wechsle und in den Alltag wende. Weil ich muss das Leben von Goethe in Perfekt beibringen. Und ich als Lehrerin allein schon, also als Lektorin oder als Lehrende, langweile mich zu Tode, also 10-mal im Jahr das Leben von Goethe im Perfekt zu hören. Und da haben wir gesagt, wie können wir das denn anders machen? Wir haben dann projektbasierendes Lernen. Also die Begriffe sind immer so schön, aber beim Anwenden sind sie noch schöner, weil die Studenten sehr kreativ waren. Wir haben ja beim Maslow die Selbstverwirklichung. Das ist ja sehr wichtig, das Anerkennen. Und an der Spitze ist die Selbstverwirklichung. Dadurch konnten die Studenten sich sehr gut sozusagen selbst verwirklichen, weil sie etwas selbst gemacht haben. Sie haben selbst dafür gestrebt, in der Sprache mit Deutsch etwas zu machen, aber das ging nicht einfach so, sondern wir haben erst festgestellt, was für Lerntypen sind wir denn. Je nachdem haben wir unsere Gruppen gebildet und das haben die jetzt alles so ausgehändigt auf den Computern gehabt. Und dann haben wir Schritt für Schritt nochmal besprochen, wie man ein Projekt eigentlich durchführt, worauf man achten muss, worauf man verzichten sollte, wie man vorangeht und natürlich dann die digitalen Medien. Also in dieser Phase sind die digitalen Medien eigentlich nur ein Mittel, um mir diesen Prozess zu vereinfachen. Das kritische Denken haben wir einfach mit dem Perspektivwechseln. Wir haben Geschichten geschrieben, also was wäre, wenn Goethe oder Mozart jetzt im 21. Jahrhundert leben würde. Was für eine Biografie hätte er dann? Oder anstatt den Tagesablauf immer wieder zu wiederholen, ja, ich stehe um 7 Uhr auf, ich frühstücke um 8 Uhr, haben wir gesagt, ja, erzähl mal, was macht denn eine Uhr den ganzen Tag? Was für einen Tag hat denn eine Uhr? Und das hat sie dann dazu geführt, dass sie auch in einer fremden Sprache ein bisschen sich selbst formuliert haben. Und all dies habe ich dann wieder, also wir haben 2 Drive-Versionen, entweder Google Drive oder Microsoft Drive benutzt und das haben wir dann in eine Webseite. Also alle unsere Produkte haben wir auf Google Drive, auf dieser Cloud gesammelt und dann haben wir dort alles wieder zusammengesetzt und eine eigene Webseite. Also jede Klasse hatte sozusagen ihre eigene Webseite, wo sie dann auch ihre Produkte sozusagen veröffentlichen konnten. Und das hat ihnen dann auch sehr gefallen, dass sie dann selbst etwas gemacht haben und den Unterschied habe ich daran gemerkt, dass sie dann bei der Textproduktion, das habe ich jetzt extra lange gelassen, dass sie dann bei der Textproduktion oder bei der mündlichen Prüfung viel freiere Sätze, nicht mehr so viel auswendig gelernte Sätze, sondern einfach ihre eigenen Sätze gebildet haben, weil sie ja auch für all diese Produkte recherchieren mussten und sich dann in Deutsch formulieren mussten. Also vor allem, weil jetzt
jetzt auch in Deutschland ja so eine Sache ist sozusagen, es gibt ja viele Schüler mit Migrantenhintergrund und das wäre dann vielleicht auch eine Idee oder eine Inspiration für Sie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus